Machen wir erstmal das. Na, der lurkt. Du hast mich bemerkt, Prügel. Was sind denn Gerichte? Wonach sehnen Sie sich? Nach Aufregung und etwas Magie. Und das kannst du ihnen bieten? Magie! Tespis, trittst du in einem neuen Stück auf? Cassandra, Aristophanes Freundin. Und auch die meine. Ohne deine Hilfe wäre ich nicht hier. Hätte ich dich nicht aus dem Gasthaus getragen, würdest du vermutlich jetzt noch dort sitzen. Auf dem Boden! Tespis hatte die glorreiche Idee, die Stadt mit einem Stück zu ehren. Er hat einen sehr guten Ruf als Schauspieler. Deshalb dachte ich, der Erfolg wäre uns sicher. Aber langsam glaube ich, ich habe mich geirrt. Nein, nein, ich habe alles unter Kontrolle. Behalte nur den Verkauf der Eintrittsmarken im Auge, liebste Rodante. Und meine Freundin Cassandra kümmert sich um den Rest. Ich versichere dir, ich verstehe nichts vom Theater. Sei nicht so bescheiden. Du wirst als die Heldin bekannt, die Leonidas und seine 300 zum Stück des Jahrhunderts gemacht hat. Das Stück handelt von König Leonidas? Weißt du, meine Familie... Deine Familie kann natürlich auch kommen. Sie wird bestimmt stolz auf dich sein. Hilf mir nur, die Heldengeschichte zu erzählen. Ich helfe Tespis mit seinem Stück. Leonidas Geschichte muss erzählt werden. Also gut. Du wirst uns sicher nicht enttäuschen. Was soll ich tun? Bring Wein. Nicht für mich. Für das Publikum. Glaubst du, das Publikum interessiert sich nur für Leonidas Geschichte, wenn es betrunken ist? Nicht betrunken, nur begeisterungsfähiger. Wo bewahrst du deinen Wein auf? Nun, ich hatte Wein. Aber der örtliche Militärbefehlshaber beschlagnahmte... Das sollte ich in das Stück aufnehmen. Der persische Befehlshaber beschlagnahmte den... Wein. Das ist gut. Dann muss ich ihn wohl zurückbeschlagnahmen. Wo finde ich den Befehlshaber? Er behielt den teuren Wein für sich und gab den Soldaten den Rest. Ein gewöhnliches Publikum begnügt sich vielleicht mit billigeren Tropfen. Doch wenn wir besseren Wein servieren, locken wir vielleicht ein besseres Publikum an. Er wird nicht leicht zu beschaffen sein, aber es lohnt sich. Du sprichst meine Sprache. Besserer Wein zieht ein großzügigeres Publikum an. Also an welchen beiden Orten befindet sich der Wein jetzt? Das meiste davon befindet sich im Stall des Ahns. Aber der gute Wein, der liegt in der Demiurgenfestung. Ich werde mich darum kümmern.
Der Wein befindet sich in der Region LSR, befindet sich in der Mitte von Kap Araxos. Er wird in der Demiurgenfestung aufbewahrt. Genau, sonst gibt's Prügel. Meine Familie darf auch kommen, also Prügel. Die kommen dann zum Prügel. So, wo ist die Festung? Oh Gott. Oh Gott. Das scheint die Demiurgenfestung zu sein. Gehen wir rein. Ist es. So, gehen wir mal in die Festung. Das wird ein Spaß. Der gute Wein sollte in der Festung sein, wenn die Befehlshaber ihn nicht schon ausgetrunken haben. Oh. Wieso brenne ich? Hä? Nein! Es brennt ja schon. Hä? Ist das dein Ernst? Wer mich aufhalten will, bekommt Prügel. Eine Wand.
Ihr habt mich nicht gesehen. Ach komm, ich will doch nur den Wein. Ich bin nicht... Tschüss! Los! Ich will doch nur den Wein! Ach komm, wo kam der denn her? Alter, du bist kein Gott. Das könnte etwas länger dauern. War nicht einmal draußen, nachdem ich drin war. Also. Alter, wie viele waren auf einmal? Ich hätte es fast geschafft. Der gute Wein sollte in der Festung sein, wenn die Befehlshaber ihn nicht schon ausgetrunken haben. Richtiger Krieger, ne? Geh weg, oh Gott! Es
wäre lustig, die hier hinzulocken. Na komm her! Diese was? Ja, dann komm und hol mich! Oh Gott, 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 oh Gott. Diese Sporte! Oh nein! Kannst du fliegen? Nein, kannst du nicht! Scheiße, tschüss! Mann, warum kommt jetzt so eine fucking Söldnerin? Und dann noch eine, die ich nicht treten kann. Siehst mich nicht! Du verschwindest! Du gehst erstmal weg! Eigentlich schon. Alter, willst du mich verarschen? Na spring doch! Gott! Na, geh doch weg da! Ich hasse Söldner! Gesehen, ernsthaft?
Deine Mutter hat mich gesehen. Oh Gott, ist das euer Ernst? Ich sehe schon. Verdammt! Was? Ich treffe die nicht, aber die treffen mich von da, oder was? Voll die Feiglinge mit Pfeile und so, ne? So kämpfen Männer! Nein, das ist nicht feige, das ist taktisch. Es ist Sparta! Nein, ich hab mich geirrt. Dies hier ist doch Athen. Nein, das ist feige. Weil wir dann schon in einem Kampf sind. Hast du was gesagt? Lol. Noch einer.
so, das sind ja auch Spartaner. Sehe ich gerade. Noch jemand, der Stress haben will. Hier kann ich wahrscheinlich speichern.